So, meine Lieben, fangen wir heute doch mal anders an. Ein Grill-Junkie-Hardware-Ecken-Video. Leider, Gott sei Dank gibt es wieder eine Änderung in meinem PC. Und wer jetzt genau aufpasst, der sieht es schon. Ich habe keine RGB-beleuchteten Speicher mehr drin. Warum? Sie haben mir Probleme bereitet. Die guten Corsair, Dominator. Und ja, was ist das Endergebnis? Ich leg noch mal einen drauf. Mit den Crucial Ballistic Max. 4400 MHz, 2x16 GB und natürlich RGB beleuchtet. Dieses Speicherkit hat eine Latenzzeit von 19.19.1943. Tja, und jetzt packen wir es mal aus. Ah ja. Na, komm raus. Schön, schlicht, schwarz, ordentliche Kühlkörper auf beiden Seiten. Die Speicher. Ja, und diese Ballistic Max werde ich jetzt in meinem Rechner verbauen. Und ich erhoffe mir hiervon natürlich entsprechend etwas mehr Leistung. Und wenn die hier gut funktionieren, dann gibt es ein zweites Kit dazu. Also rein optisch gefallen sie mir schon mal sehr gut. Und jetzt gucken wir mal, was sie oder ob sie mir mehr Leistung bringen. Viele Programme werde ich da eh nicht durchlaufen lassen. Naja, wir werden sehen. Manch einer könnte jetzt behaupten, die würden aus der Zukunft kommen. Was die 2036 vorne soll, keine Ahnung. Aber hier steht es nochmal. 16 GB DDR4 4019-1946 1,4 Volt. Und Leute, die Speicherriegel, was ich vorübergehend drin hatte, hat mich ja eh schon gewundert, dass die Videobearbeitung relativ schnell gegangen waren. Tja, das waren auch Ballistics. Aber, nur im Anführungsstrichen, nur 3000 MHz. Tja, die letzten von, was ich drin gehabt hatte, waren ja 3600er. Aber jetzt kommen die 4400er zum Einsatz. Ich stecke sie jetzt rein, mach's Gehäuse wieder zu. Ja, und dann werden wir mal testen. Ich habe noch nicht einmal eine Ahnung, mit welcher Software ich dann die RGB-Beleuchtung steuern kann. Ihr müsst die schwache Beleuchtung jetzt entschuldigen, da ich hier nur unterm Schreibtisch lieg. Mit einer Taschenlampe in der Hand. Aber so sehen die Speicherriegel jetzt schon mal drin aus. Jetzt machen wir das Gehäuse, das Case wieder zu. Ja, und dann schalten wir mal ein. So, da waren wir jetzt kurz mal in der HW-Info. Ohne das OMCP-Profil oder wie das heißt zu aktivieren, laufen wir hier gerade auf 2666 MHz. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Tja, starten wir nochmal neu und gehen ins BIOS. Obwohl, ich mache hier jetzt mal schnell einen Run vom R20. Und dann gucken wir uns mal, was er hier Punkte bringt im Multicore. Ich habe hier verschiedene schon durchlaufen lassen. Tja, der beste war bei 10482. Ich weiß gar nicht mehr, ob der da übertaktet war. Und der hier müsste eben der letzte gewesen sein, wo ich gemacht habe. Naja. Na, da steht ja was. Steht da was von Arbeitsspeicher? Nein, 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 nein. 9830 Punkte. Oh ja, das ist schon mal über 100 Punkte, nee, knapp 100 Punkte mehr. Mhm. Gut, merken wir uns die 9830 Punkte. Und jetzt lasse ich noch einmal schnell den Single Core durchlaufen. Habe ich hier drin stehen? Ja, da habe ich bloß den mit 512 Punkten gerade drin stehen. Komisch. Naja, schauen wir mal, was er da jetzt bringt. Auf alle Fälle hat der Speicher mir meine ganze Beleuchtung durcheinander gewürfelt. Aber das finde ich jetzt mal gar nicht schlimm. Das werden wir dann schon wieder in Ordnung bringen. Und so im Blau oder so sieht es ja auch gar nicht mal schlecht aus. Aber ich brauche es wieder in Rot. Dann gucken wir mal, ob wir nicht auch auf diesen Speicher so einen Visiermodus drauf bringen. Ich glaube zwar, das sieht dann eher aus wie so eine Zylone vom Kampfstern Galactica, nicht mehr wie Knight Rider, aber das soll dann auch passen, wenn ich das so hinbringe. Single Core ist durchgelaufen und was haben wir vorher gehabt? 500 hau mich tot. Jetzt haben wir beim Single Core 621 Punkte. Was sagt uns das? Dass das mit dem schnelleren Speicher schon ein wenig was gebracht hat. Ja, das sind ja drei Stück drin hier im Single Core. 512, 579, 621. Jo. So Freunde, ich hoffe, man kann es hier jetzt halbwegs erkennen. Wir sind jetzt hier Speicher 2666 Megahertz und das wollen wir jetzt natürlich korrigieren, richtig hinbringen. Deswegen gehen wir hier jetzt auf DOCP. 4395 schreit er hier, hat er mir noch was anderes hier drin? Nein, sagt er nicht. Speicherfrequenz DDR4 4400 MHz und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da wäre sogar noch mehr gegangen. Boah, die gibt es ja gar nicht, die Speicher. Ich glaube, ich spinne. Nein, 4400 passt. Und dann war irgendwo noch was mit einer anderen Frequenz. Ich glaube, das war die, oder? Nee. Ja, das sind halt so Sachen, wo ich mich dann wieder nicht so gut auskenne. Wo ich irgendwann nochmal einen Bekannten hier haben werde, der sich mit dieser Übertakterei und Einstellerei tausendmal besser auskennt. Aber so lassen wir das jetzt mal und testen das. Und ich gucke mal, ob ich noch diese andere Einstellung, was ich meine, irgendwo finde. Was sagt der im EZ-Modus? 3400. Aha. Sollte hier aber 4400 sagen. Naja, starten wir mal neu und dann gehe ich gleich sofort nochmal ins BIOS rein. Und dann gucken wir mal, ob er es gefressen hat. Die RAM-Spannung automatisch auf 1,4 Volt.
4400 Megahertz. Aber ich glaube, das ist eigentlich die Frequenz. Könnte man jetzt rein theoretisch auf 200 einstellen, aber da bin ich mir wirklich nicht ganz sicher. Und wenn ich mir wohl nicht ganz sicher bin, dann lasse ich das nämlich lieber sein. Ja. Was sagt er hier jetzt im EZ-Modus? Hier sagt er mal auch die 4400 Megahertz. Gut. Dann, Leute, dann starten wir neu und gucken uns das Ganze ja nochmal an. Naja, hier haben wir jetzt auf alle Fälle unsere 2200 Megahertz stehen. 22 mal 100. Warum hier jetzt 2019/1946 steht, habe ich persönlich jetzt auch noch keine Ahnung. Ja, aber jetzt starten wir mal den R20. Bin ich doch echt gespannt, Leute, ob er mehr als die 9830 wie gerade eben bringt. Aber das werden wir in wenigen Augenblicken wissen, weil, wie es bekannt ist, der Multicore ja recht schnell. Zumindest mit so einem Prozessor. Und der Prozessor ist in dem Falle nicht übertaktet. 9901. Also es hat definitiv was gebracht. Jetzt hier tiefer in die Materie einzugehen mit Speichertesten und Klump und Teufel, da bin ich allerdings nicht der Richtige. Ich sehe es jetzt hier dran, dass es was gebracht hat. Wenn ich ja mal noch die CPU hochtakte, wird es natürlich da dann auch noch zusammenspielen. Aber so bin ich jetzt zufrieden. Jetzt starte ich nochmal den Single Core und dann gucken wir da. Hier haben wir jetzt 624 Punkte im Single Core. Immerhin noch 3 Punkte mehr als vorher. Naja, also ich würde mal sagen, der Crucial Ballistic Max mit 4400 Megahertz, ja, bringt schon etwas mehr an Performance. Weitere Tests werde ich jetzt hier auch an dieser Stelle nicht durchführen. Aber jetzt gehen wir doch zum Schluss noch mit der Cam auf mich. Also, ich bin der Meinung, es bringt was. Wie viel im Endeffekt in Spielen, das auszutesten, das ist mir eh viel zu viel Stress. Aber ich denke schon, ein kleiner Leistungsschub gegenüber den 3600er wird definitiv da sein. Ich werde es dann auch noch sehen, wenn ich Video rendere, ob die dann auch schneller sind. Bei dem Video zum Beispiel nachher. Ja. Fazit. Mit der Aura Software konnte man den Speicher übrigens synchronisieren. Wohlgemerkt synchronisieren. Sprich, der leuchtet jetzt auch komplett rot. Das, was ich ja eigentlich nicht will, sondern im Speicher noch diesen Effekt. Da muss ich mich noch abspielen und gucken, wie ich das mache. In dieser Software ist er ja aufgetaucht von Asus und naja, da werde ich mich auf alle Fälle noch abspielen müssen. Dieses Video steht in keinem Zusammenhang mit Crucial sozusagen, also ich wurde hier nicht gesponsert oder sonst irgendwas, es ist alles selber finanziert. Auch das war mir wichtig zu sagen, aber wer weiß. Vielleicht ist ja irgendwann nochmal so weit, dass ich da was bekomme. Das ist nur die Hälfte vom Speicher. Also Einzelkit werde ich noch verbauen. Und was dann noch in den Rechner reinkommt. Tja, Batman! Aber jetzt zeige ich euch noch ganz zum Schluss noch einmal, wie er komplett beleuchtet jetzt momentan aussieht. Ja, und ich verabschiede mich schon mal. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.
Ganz zum Schluss noch, ich habe hier gerade noch auf der Kuschelseite dieses MOD-Programm gefunden, um den Speicher anzupassen. Gut, das ziehe ich mir jetzt noch runter und ja, wenn es funktioniert, werde ich das dann euch in einem der nächsten Videos zeigen.